Soll ich? So. Hast du rein? Rücken? Nee. Warum macht er das nicht? Weil du es falsch reingetan hast. Ach, ich wieder? Nee, es war schon richtig. Ah. So. Jetzt haben wir es. Sieht doch geil aus. Aber heiß. Gehören da nicht von rechts und links wegen zwei Türen dran? Oh, haben auf Sommerbetrieb umgestellt, Captain. Ach übrigens, deine Knastnummer 7822, war das alles? Ja, das heißt nein, ich behalte nur vierstellige Zahlen. Ist auch eine erstaunliche Leistung. Aber du sollst ja kein Mathematikprofessor werden. Warum nicht? Ich weiß nicht, wenn mir was einfällt, schreibe ich dir. Wie viel kannst du denn so schlucken? Die ersten 20 Liter gehen in einem Zug runter. Bei 30 muss ich zwischendurch mal rülpsen. Und bei dir? So eine Frage, ich bin mit Whisky großgezogen worden. Ich hab Whisky im Blut. Haben Herr Doktor noch einen Wunsch? Den zweiten Gang. Und was möchten Sie da? Alles, was da ist. Alles, was da ist. Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd, merkt ihr das? Ist das Asthma oder Leidenschaft? Du sollst die Pfoten hochnehmen. Ja, Entschuldigung, selbstverständlich. Das war ein kleines Bäuerchen. Der sieht aus, als ob er stänkern will. Lass mal, dem beiß ich eine Beule im Bart, dass ihm die Hose wegfliegt. Muss ich erst mal kräftig durchspülen.
Und wo ist mein Bier? Das habe ich hier. Ja. Keine Panik. Ja. Werde ich dich denn überhaupt nicht los? Du kennst mich noch nicht. Ich habe Blei im Blut. Da machst du ja nicht mehr lange. Er hat gesagt, dass er hier niemals rauskommen wird. Und selbst nicht. Das ist ja viel zu fett. Wir werden ihn raufleiern mit dem Flaschenzug, wie damals den Elefanten. Er war schwerer als ein Elefant. Was kaufen da oben für Tiere rum? Aber dafür haben wir 2 Stunden gebraucht. Ja, dann werden wir bei ihm 4 brauchen. Gibt's hier blonde Affen? Sie sind sehr betrunken, Senor. Von meiner Blutprobe könnten die Bullen betriebsfest machen. Ja, das stimmt wirklich. Sie sind eine fabelhafte Köchin. Ich habe gekochte Bohnen noch nie so, soll ich sagen, so püriert am Stück genossen. Danke. Da schneidest du ab, wenn du das siehst, hm? Tja, nächstes Mal heiraten wir. Ein unnerviger Vogel ist das. Das klingt, als wenn du eine Dachrinne frisst. Und zwar unwechsel. Kinder mir einführen, nicht so durcheinander. Na, was will denn die dicke Schwester da am Nacht? Was hüpfen Sie denn hier in die Probe? Sind Sie schon dran? Meinst du mich? Na, wen denn sonst? Ist ja unerhört. Ich bin der Solist vom grönländischen Ballett. Ich soll hier den Rasputin tanzen, nee, Frau. Och, ich lass Sie dann rufen, Schwester. Nein. Weißt du, was du mich mal kannst? Halt dich zurück, ja? Und versau hier meine Freunde nicht. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Hey, das sollte mal ein Wein werden, was? Ist ja enorm. Danke. Sizilianische Bauernweisheit. Hast du Feuerschweif am Heck? Spült das Wasser alles weg. Ich bin nicht sicher, ob Specki mitgekriegt hat, was wir von ihm haben wollen. Meinst du? Kann mich irren, aber wir sollten noch mal vorsprechen bei ihm. Zunächst mal bauen wir hier eine Schnapsbrennerei für Feuerwasser. Das ist gesund und macht einen schmalen Fuß. Die Fresse poliere ich dir. Aber Kumpel, wenn du von Polieren sprichst, das nimmt dir doch keiner ab mit der Hose. Ehrlich. Bei diesem Blatt kann ich verlocken und möchte ewig weiterzocken. Kannst du jetzt mal den Hahn zudrehen, Firpo? Deine Sprüche gehen mir auf den Geist. Kann ich dir nachfühlen, mir auch. Schmeckt gar nicht mal so gut. Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. Wirst du büßen, du miese Sau. Einmal werden wir dich wiedersehen und dann gnade dir Gott. Ja, ich werde es mir ausrichten. Der Weg zum Griechen immer lohnt, auch wenn man etwas weiter wohnt. So soll es sein. Was haben wir? Was du hast, weiß ich nicht. Konfektionsgröße? Die Elefantennummer. Groß, größer am größten. Man will es ja auch bequem haben. Na ja, ohne Heu kann das beste Pferd... Nicht furzen, ich weiß. Das ist mein Spruch. Verzeihung. Und jetzt hinsetzen und niesen, Natur genießen. Aber leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Ich keule? Ja. Mich hält ja keine Leiter aus, sonst würde ich dir jetzt deine Plüschlappen abbeißen. Das würde ich als Drohung auffassen. Horche mal, hast du so einen Fettschwabbel gesehen? So einen zweischläfrigen mit Gesichtsmatratze? Jeden Morgen im Spiegel. Ah, da haben wir ja den Trömel. Du hast mein Boot hergebracht. Du warst derjenige, welcher. Stimmt's? Ja oder ja? Tja, ich gehe mir noch ein Klopfen am Flipper, meine ich. Schöne Aussicht auf die Stadt von hier oben. Schauen wir es hier. Und es riecht so gut. Das ist kein Städtchen, das ist ein Klosettbecken. Wenn er meint, wird wohl stimmen. Ja. Wir konnten uns über die Klosettfrage nicht einigen. Ja, die muss ja geklärt sein, die Klosettfrage. Damit ist nun wirklich nicht zu scherzen. So haben wir das gern. Da ist jemand auf Krawall aus. Hast eine dicke Knautschzone, meinst du, hm? Du Schmalztopf. Na, mach schon Platz. Wink raus und rechts ran. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Dann los, Kumpel, ich heiße Lardo. Und du? Ich nicht. Willst du ein Kaugummi? Was für ein Geschmack? Maulbeerblatt. Ich hasse Maulbeerblatt. Hey. Oder geht er mir das Messer in der Hose auf? Ist das ein Hammer? Mir leid, Gentlemen. Ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Wir sind Mitglied. Ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Hm, versteht er sicher nicht. Bitte. Ein Saufen für $200. Nun bin ich eine Filzeinlegesohle. Ich bin Mensch und muss saufen, aber jetzt ist alles alle. All die Kohlen. Hübsch gesagt. Wer kann sagen? Habe ich recht gehört? Meisenarsch? Meisenarsch. Wie schwingen wolltest du mir auch? So war's gemeint. Ich war schon immer Muttis Heller. Tja, ja. Tja.
Na, dann brich mal an. Die Bleispritze nehme ich mal. Ich will mich nämlich noch vom Gouverneur verabschieden. Bist du verrückt? Was mache ich denn, wenn die wieder wach werden? Anästhesieren! Deinen üblichen 7-Sekunden-Narkosehammer! Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt. Das ist ihm nicht bekommen. Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Du bist zwar mein erster Neger mit Blauauge, aber damit ist der Gag auch schon weg. Hau ab. Ich will Futter. Wenn ich nicht anständig futtere, kann ich auch nicht anständig aufs Klosett. Wenn ich nicht aufs Klosett kann, dann bin ich kein richtiger Mensch mehr. Und mit Liebe ist dann auch nichts. Ist klar? Wäre ja grauenvoll. Das klingt recht erwachsen, liegt vielleicht am Knoblauch. Halt, halt! Wohin hier geraubt wird, bestimme ich. Gut, Kommandant. Robben wir in den Norden? Ich robbe mit. Dann rob, rob. Junge, wir haben einen Rolls-Royce. Das heißt Rolls-Royce, damit wird man schon geboren. Ich würde vorschlagen, dass wir uns erstmal einen Bus kaufen. Rot-Blau-Schleifnack. 408 Pfund kostet sowas. Ist doch was geschenkt. Ja, was höre ich denn da? Verzeihung. Jetzt reißt er das Maul auf, dann knallt der Brettschack. Jetzt mach ich auf ihr Schatz weg. Aber mit Zwiebeln, wenn's geht. Das vergeht dir gleich, das Scherzen. Sie schüttert. Ja? Schneller links, schneller. Hoffentlich träumst du nicht mal von dir. Das könnte ein Schock fürs Leben sein. Ich lach dann morgen über den Scherz. Trink ein Schlückchen. Trink ein Schlückchen. Dann möchtest du Schluck. Schnarf von hier. Schnarf von hier. Schnaps und ein Bier. Das könnte ich jetzt auch vertragen. So, du auch. Merci, Monsieur, aber ich trinke nur bei Beerdigung. Schnauze und Ex. Oui, Monsieur. Wirklich, hast du zufällig einen kleinen Jungen mit meiner Schrotflinte gesehen? Ist ungefähr 4 Jahre alt. Was, seine Schrotflinte schon 4 Jahre alt? Ja, ist heute schon ein bisschen. Sag mal, ich hab den Eindruck, du willst mich verscheißern. Junge, dich mit Schleier halte ich nicht aus. Umbrüche? Frage Blattfuß. 52 war es. Für einen oder für beide zusammen? Probier mal, ob die passen, sonst bleibt nur noch der Kindersack übrig. Nun könnte ich sie duzen, aber ich sage weiterhin sie zu ihnen. Die Umgangsformen müssen bleiben. Ich sage sie Arsch. Sind das die mit Kohl? Ist ja ein niedlicher Dackel. Selbst gestrickt? Das ist ein Smaragdhund. Hast du Sodbrennen? Du siehst so sauer aus. Du stinkst vielleicht aus dem Mund. Das ist Streifenkarl. Also Streifenkarl, ab in den Streifenwagen. Das gibt Tinte auf den Füller. Du schreibst noch mit Blei. Hat dir eigentlich schon mal einer mit dem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen? So, also, was ist mit der Kohle? Ja, das interessiert. Ein alter Wermut gibt mehr Mut. Und Apfelsaft gibt Pokerkraft. Ja, Achtung. So, so. Da ist ja aber auch ein Wetterchen heute. Kann man nicht anders sagen. Kann man 2 draus machen. Ein Pfiffi-Plus, was der nicht alles merkt. Der Blödsinn reicht mir. Also wie viel? Auf jeden Fall das Doppelte. Wo sind die Kohlen? Also sie beide sind ja lebende Beweis für das Unfassbare. Okay, aber was ist mit den Kohlen? Ja, richtig. Die Zukünftigen Kollegen, ne? We'll be right back.